Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Was für eine Woche. In Großbritannien wurden nach 14 Jahren an der Macht die konservativen Tories abgewählt, praktisch vertrieben. In den USA reißt die Diskussion um den Gesundheitszustand von Präsident Joe Biden nicht ab. In Frankreich warten alle auf das Endergebnis der Wahl. Wie stark wird Le Pen tatsächlich? In Österreich verteilt die Regierung 650 Millionen. Der von der FPÖ geplante Rauswurf der giftgrünen Ministerin Gewessler ist nicht gelungen und die Diskussionen um Ralf Rangnick, unseren Fußballnationalteam-Trainer, reißen nicht ab. Die Niederlage gegen die Türken und die politische Diskussion danach wird weiter vorgeführt. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder Frau Ursula Stenzel bei uns im Studio, Ex-Journalistin, Autorin, ehemalige EU-Abgeordnete und kritische Stimme, und Peter Pelinka, erfolgreicher Magazin-Chefredakteur und SPÖ-Insider. Er wird mir vielleicht auch erklären können, warum innerhalb der SPÖ es keinen gibt, der sich wirklich mit dem Fußballteam auseinandergesetzt hat. Ja. Darauf kommen wir noch, auf das Team. Ja. Davon aber später. Frau Stenzel, in Großbritannien gab es nicht nur einen Erdrutsch, eigentlich einen Tsunami. Ja. Die Tories wurden praktisch weggespült und Labour und ein relativ unbekannter, zumindest bei uns unbekannter Mann, ist jetzt der neue starke Mann in Großbritannien. Was ist da passiert? Also es ist ein wirklicher Erdrutsch, ein sensationelles Ergebnis. Es hat ja jeder damit gerechnet, dass die Tories abgewählt werden. Aber dass Labour so siegt unter Sir Keir Starmer, so wird er ja voll tituliert, der Labour-Chef, dass damit, mit diesem Ausmaß, mit dieser Dimension hat niemand gerechnet, offenbar. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist in Großbritannien natürlich eine Trendwende zu erwarten gewesen. Nicht nur, weil die Tories versagt haben, was die Problemlösungen betrifft, die da waren, wirtschaftliche Probleme, gesellschaftspolitische Probleme, eine nicht enden wollende Migration, die das Land an den Rand auch seiner Geduld bringt und viel Überfremdung verursacht hat und auch Verarmung zum Teil. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir Frankreich und den Brexit gehabt. Auch der Brexit wurde von Tories Ministerpräsidenten nicht gut gemanagt. Sozusagen der arme Rishi Sunak, der also heute eine sehr gute, kurze Ansprache gehalten hat vor seinem Rücktritt. Der hat gesagt, es ist das beste Land und hat betont, dass seine Großeltern als Migranten hergekommen sind und er doch diesen Aufstieg nehmen konnte. Und das ist eine an sich gute Botschaft. Ja? Nur es hat in der Masse nicht funktioniert und England ist immer them and us. Ja? Und der Labour-Chef hat also nicht gedroht mit irgendwelchen Dingen, sondern der wird jetzt ein schwieriges Erbe übernehmen. Er sitzt, glaube ich, auf 42 Milliarden Pfund Schulden. Ja. Er muss, wird wenig Spielraum haben, da seine Versprechungen, so er sie überhaupt gegeben hat, ja, einzuhalten. Und er wird natürlich mit einem starken nationalistischen britischen Flügel zu rechnen haben. Denn Miguel Farage, den ich auch noch, Gott hab selig, also in der EU erlebt habe, der ist natürlich ein unglaublicher Tribun und hat es nach 8 Anläufen geschafft, erstmals ins Unterhaus gewählt zu werden, nach 8 Anläufen. Das heißt, er ist mit am Schuld des Untergangs der Tories und er sagt auch selbst, es ist nur der erste Schritt. Das heißt, er wird Schwierigkeiten machen, wo es geht. Und es ist der Niedergang
der konservativen Parteien, die hinter allen Erwartungen zurückgeblieben sind, ob sie jetzt schauen nach Frankreich, ob sie schauen nach Deutschland, ob sie schauen nach Österreich. Ja. Die konservativen Parteien werden abgewählt. Die Wähler sind frustriert und daher dieser Machtwechsel in Großbritannien. Ja, aber es war kein Rutsch nach rechts wie in anderen Ländern, sondern ein Rutsch nach links. Sagen, das ist doch bemerkenswert. Ja. Alle reden vom permanenten Rechtsruck. Und das war kein Rechtsruck, ja. Das war ein Linksruck. Und es ist auch nicht verwunderlich, weil es ist natürlich, es gibt einen Hauptgrund, sagen alle englischen Kommentatoren, das ist der Brexit. Ja, das ist die Migration, die gibt es lange, seit Jahrzehnten. Aber der Brexit. England ist ärmer und isolierter geworden durch den Brexit. Und das erkennen immer mehr Menschen, Großbritannien muss ich sagen, nicht England. Ich bin ein bisschen in der Euro. Ja. Also Großbritannien ist ärmer und isolierter geworden. Das haben die Menschen erkannt und haben Change gewählt. In einem Ausmaß, der wirklich überraschend war. Dass er kommt, war klar, aber dass in der Dimension gibt es klar. Und was jetzt die Konservativen anlangt, die Tories, naja, die bezahlen jetzt dafür, dass sie jahrzehntelang auch nicht nur durch den Brexit die Infrastruktur verarmt haben. Ja? Also Leute, die in England, also Großbritannien leben, schon wieder sage ich England, Großbritannien leben, klagen, da funktioniert kein öffentlicher Verkehr. Also das ist ganz schlimm, die Bahn ist hin, das Gesundheitssystem wird immer schlechter. Und daher, wieder zurück, natürlich, die große Schwierigkeit wird jetzt sein, da wieder Geld zu mobilisieren und gescheiter zu investieren und echt zu investieren. Und das ist eben, glaube ich, die große Aufgabe für den Stirner. Ja, echt zu investieren in die öffentliche Infrastruktur. Das ist überhaupt keine Frage, in das Gesundheitswesen, in das Schulsystem und so weiter. Man muss nur wissen, was war das Vorspiel dieses liberalen Kurses, den ja Thatcher, die Eiserne Lady, eingeleitet hat, sehr erfolgreich. Das war ein jahrelanger überzogener Eisenbahnerstreik, der das Land nämlich zugrunde gerichtet hat. Und da ist sie sozusagen mit eiserner Hand durchgebrochen und hat gesagt, now we make also eine andere ökonomische Ordnung. Es ist nicht der Liberalismus als solcher daran schuld, ja? Aber es ist natürlich auch die Schuld einfach doch des Brexit, da gebe ich Ihnen recht, aber schon auch dieser ununterbrochenen Migration, die auch ein Grund war, dass Großbritannien ausgetreten ist aus der EU. Man spielt das gerne herunter, aber das war ein Hauptfaktor, bitte. Und dann haben sie diesen Backstock gehabt mit Nordirland und die Schwierigkeiten. Aber es ist interessant, in Neuseeland, in Australien wird dieser Wechsel begrüßt. Wir haben also im sogenannten Commonwealth haben wir sozialdemokratische Ministerpräsidenten. Und es wird die große Frage sein jetzt, was er daraus machen kann. Also ich habe nur einen Kommentator gehört, der hat gesagt, also die nächsten 5 Jahre, wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass es früher schief geht, obwohl er so eine große Mehrheit hat, weil er einfach nicht liefern kann, was die Menschen wollen. Und die Engländer haben jetzt keine Geduld mehr. Und es ist ein Land, das sich durch die Migration und durch dieses ständige über den Kanal und illegal und mit Schiff und ohne, die haben sich, ich meine, England hat seine Seele zum Teil verloren, das muss man sagen. Auch wenn viele aus den ehemaligen Kolonien kommen. Das ist ein Zustand, den kein Land aushält. Und das führt natürlich da zu Rechten und hier zur Enttäuschung über die Rechte. Und das ist der Grund. Trotzdem ist eben der scheidende Premier indischer Einwanderer. Ja, aber was für einer? Genau, Multimilliardär, zumindest ja. Seine Frau. Trotzdem, die Namen waren groß, der Tories. Ja, ich erinnere nur Cameron. Ja. Dann gab es eben die Liz Truss dazwischen, eine besondere Figur. Dann gab es Boris Johnson, dann gab es Liz Truss und dann zum Schluss... Ich finde noch was interessant, weil du mit Recht sagst, Johnson. Ne? Das war eine Zeit lang auch eine Hoffnungsfigur der Konservativen, auch hierzulande, weil er so ein bisschen den Trump imitiert hat. In Wirklichkeit offenbar sind die Wähler es satt, diese reinen Showpolitiker. Weil Sturm ist alles andere als ein Charismatiker, alles andere. Und er ist ja trotzdem gewählt worden, weil er halt zumindest verspricht, relativ seriös an die Dinge ranzugehen, weil er keine großen Versprechungen gemacht hat. Außerdem, dass er die notwendigsten Dinge
modernisiert und investiert wieder. Und dass das Land wieder zu atmen beginnt. Ja, ja. Und da muss ich schon mal was dazu sagen zur historischen Gerechtigkeit. Also der Eisenbahnerstreik im Jahre 1918. Ja, der hat die Zeit schon vorbereitet, ja, auf jeden, ja, Fall. Aber nicht? Das war nicht, das war hat dann die, der hat sie vorbereitet Ries und so weiter. Und sie hat natürlich auch ihre historischen Verdienste, unter Anführungszeichen, über die jetzige Situation. Sie hat einmal gesagt, Gesellschaft, was ist das überhaupt? Ja. Kenne ich nicht. Sie war eine scharfe Formuliererin, wie wir so kann wissen. Man es auch sagen, scharfe Formuliererin. Ja, aber damals war sie richtig am rechten Fleck. Ja. Ja, das, und, nein, die konservativen Parteien sind dem Niedergang geweiht. Das ist katastrophal, ich bedauere das. Weil, aber ich, und einerseits bedauere ich es, andererseits ich stelle es nur fest. Ja. Und die Profiteure davon sind natürlich die rechten Parteien. Und ich sage bewusst die rechten Parteien und nicht die Extremrechte, weil die rechten Parteien haben eine Alternative anzubieten. Und sie wurden gewählt jetzt bei der Europawahl und die Le Pen ist eine Vorreiterin möglicherweise einer französischen Präsidentschaft unter ihrer Ägide und einem französischen Premier das unter noch ein ihrer Zeit, Ägide. Die Präsidentschaft. Ja, ein paar Jahre, aber das, ja, nicht so lange, zwei Jahre. Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ja. Und das Zweite ist, also, ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, also in England haben nicht die Rechten gewonnen. Ja, außer ja, nein, ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass man dass allen den Sozialdemokraten nahe oder den Linken nahestehende Personen und Beobachter, denen fällt ein Stein von Herzen. England ist eben anders. England ist immer anders, ja. Und auch die Disziplin, mit der dieses Amt übergeben wurde heute, diese kurze Rede, dann man spricht den Sir an, nicht wahr? Nein, aber er hat natürlich nicht die Clout, nicht das Charisma eines Tony Blair, ja. Und er hat vor allem ein schwieriges Erbe, muss er antreten. Sehr das muss man wissen. Erbe, ja. Das ist richtig, denn die Hauptgründe, warum, wie gesagt, die Konservativen aus Downing Street Nummer 10 gejagt wurden, das sind 8 Millionen Briten müssen monatelang auf einen Arzttermin warten. Das Gesundheitssystem ist absolut kollabiert, ebenso das Bildungssystem und die Aufgaben, die der neue Premier, der übrigens heute schon die Rede. Ja, eine Rede gehalten hat und, geht Schritt für Schritt. Wie gesagt, der Premierminister hat seinen Amtssitz bereits verlassen. Die Möbelpacker waren schon da. Also es geht in Großbritannien recht schnell. Ja. Weniger flott geht es momentan in Amerika. Alle haben wir gesehen, dass Joe Biden durchaus schwächelt, wenn es darum geht, im direkten Kampf und vor allem im TV-Kampf mit Donald Trump. Wir haben gesehen, dass er manchmal wirklich sekundenlange Aussetzer hat. Trotzdem hat er erklärt, er wird nicht weggehen, er wird bleiben und er wird auf jeden Fall weitermachen. Glauben Sie, dass das so sein wird, Herr Belliger? Ich fürchte es. Ich fürchte es deswegen, weil ich es ganz katastrophal halte, wenn Europa jetzt auch noch mit Trump gesegnet wird. Ja? Europa hat genug eigene Baustellen, hat einen Krieg, hat den Putin und jetzt soll der Trump auch noch kommen. Und ich fürchte, dass er kommen wird, wenn nicht im letzten Moment es noch gelingt, bei dem offenen Parteitag, den es geben wird im Ende August, einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin zu finden. Das ist extrem schwierig im amerikanischen System. Nicht formal, aber atmosphärisch. Das geht nur, wenn Biden selber sagt, ich mache es nicht mehr, bis jetzt sagt er es nicht. Es kommt offensichtlich auf sehr auf den Einfluss seiner Frau an. Ja. Wenn es gelingt, einen anderen, ich meine, Trump hat ja genug Angriffspunkte, ja? Also wenn jemand Jüngerer kommt, der ein bisschen das Greisenduell aufweicht, das es ja ist, ja? Der Trump ist ja auch nur 3 Jahre jünger, ja? Als Biden. Also da würde ich meinen, dass das an sich aber von österreichischer Sicht und nicht von amerikanischer Sicht logisch wäre, dass die Demokraten doch gewinnen. Also ich habe beobachtet, ja, wie lebt wie in einer Redaktion von früh bis spät, tue ich nichts wie lesen, schauen und recherchieren. Und da ist mir aufgefallen, ein ehemaliger Staatssekretär oder Berater von Obama, der zu Biden Folgendes gesagt hat, Biden ist drauf und dran jetzt offensichtlich einen Deal zustande zu bringen zwischen Netanyahu und der Hamas, inklusive Geiseln.
die noch leben, Befreiung als Voraussetzung. Es finden indirekte Gespräche statt. Interessanterweise hat Netanyahu seinen Geheimdienstchef beauftragt, diese indirekten Gespräche zu führen. Es sind ja nur indirekte Gespräche. Aber was ich daraus schließe, ist, dass Biden versucht, seine Präsidentschaft zu retten, indem er noch in letzter Minute einen Deal zwischen der Hamas und Israel im Sinne eines Waffenstillstands und eines Fortbestandes natürlich der Hamas in der einen oder anderen Form zustande zu bringen. Das heißt, im Moment schaut es nicht danach aus, als ob Biden an Rücktritt dächte oder an Platz machen, sondern er, ja, wenn man böse ist, könnte man sagen, er opfert israelische Interessen zugunsten seiner Präsidentschaft. Ja. Wenn man weniger bösartig ist, er will sich als Friedensstifter zumindest im Nahen Osten, wenn schon nicht in der Ukraine, profilieren. Warten wir es ab. Aber solange dieser Prozess läuft, er ist drauf und dran, das zu erzwingen. Ja. Und wenn ihm das gelingt, dann ist er und bleibt er Kandidat, und das meiner Meinung nach. Sind wir doch dann einig, dass das eine gute Sache wäre, wenn es diesen Friedensschluss oder ein Abkommen gäbe, egal mit welchen bösartigen Interpretationen. Ja. Aber das wäre doch ein großer Erfolg für die Welt. Das wäre ein Erfolg vor allem für wen es ein Erfolg ist, wird sich herausstellen. Es würde aber verhindern, eine neue Kriegsfront zwischen der Hisbollah und Libanon und Israel. Also insofern, ja, ist sowas natürlich begrüßenswert. Dennoch werden eben die Schlagzeilen gegen Biden auch in Amerika immer schärfer. Ich erinnere nur, die ersten, die es gewesen sind, die offen über einen Rücktritt spekuliert haben, waren die New York Times. Mhm. Jetzt folgte auch der Economist, der eben als Schlagzeile geschrieben hat, er ist nicht fit genug, um ein Land zu regieren, überhaupt die ganze Welt zu regieren. Über eine Frage, die, und das führt mich zurück hier nach Österreich, und die Patriotische Allianz, ja, die Herbert Kickl abgeschlossen hat mit Ungarns Viktor Orban, mit dem tschechischen Ex-Premier Andrej Babis und möglicherweise noch anderen rechten Gruppen. Viktor Orban ist heute in Moskau. Ja. Er sitzt im Kreml bei Wladimir Putin. Wunderbar. Ja. Darf man das überhaupt als Ratsvorsitzende ohne Absprache mit der führenden EU-Politiker? Also ganz so ohne. Erstens war es erwartbar. Also er war sehr lange, er war im Oktober, glaube ich, das letzte Mal in Moskau, nicht? Und es ist ein geschickter Schachzug. Ja? Er hat nämlich sofort gesagt, er weiß, dass er kein Mandat hat. Aber er will einen Schritt versuchen, Richtung Frieden zu setzen. Das ist an sich eine nicht unvernünftige Annäherung. Und das Zweite, was nicht unvernünftig war, er war zuerst bei Zelensky und dann erst bei Putin. Und das schon die Reihenfolge zeigt, dass er schon ein ganz guter Politiker ist und kein nur mit Dreschflegel irgendwo durch. Natürlich schäumt die EU. Er ist in ein gewisses Vakuum geschlossen. Jetzt, ob das der Herr Michel ist oder ob das der Josep Borrell ist, oder ob das Tusk ist, die schütteln alle den Kopf und sagen, erstens, er hat natürlich kein Mandat und Putin muss wissen, er hat kein Mandat. Also man versucht zu sagen, es ist nur bilateral. Auch Zelensky hat gesagt, er regelt die bilaterale Ungarn-Frage, ist ihm da aber entgegengekommen und umgekehrt auch. Und warum soll man nicht einen Schritt in diese Richtung setzen? Wer immer diesen Schritt setzt, ist bitte nicht zu verurteilen, auch wenn er nicht das offizielle Mandat der EU hat. Es ist eine Möglichkeit, die ausgelotet werden kann. Wie viele sollen noch verbluten? Die Ukraine ist entvölkert, ihre Infrastruktur ist zerstört, sie haben kaum mehr Nachschub für Soldaten. Putin kann das noch sehr lange durchhalten, wenn er will. 2 Jahre noch locker. Er hat deshalb auch Frieden. Ich finde nur interessant, dass Sie jetzt, gar nicht unverständlich, sozusagen auf dem absoluten Friedensvermittlungspfad und den beiden unterstellen, wann er das gleich im Nahost war, beim zweiten großen internationalen Konflikt, dass er das nur macht, um die Israelis zu schwächen. Also da müssen Sie sich schon entscheiden, sind Sie absolut für Friedensherstellung? Ja. Gut. Aber dann in beiden Fällen. Wer immer es versucht, sei willkommen. So. Ja? Also was die EU macht, ist ja furchtbar. Ja. Ne? Ja.
Also furchtbar ist vor allem auch der Herr Orban. Ja, Herr Orban, der gegen österreichische Interessen seit Monaten agiert, der Schlepper freilässt aus ungarischen Gefängnissen, damit sie weiter ihr Unwesen zum Leiden vor allem der Österreicher machen können, der permanent rüberschickt nach Österreich, alles, das bisschen, was bei ihm ist, schickt er alles rüber. Also der Orban ist natürlich ein gewiefter Politiker, keine Frage, aber nicht gerade im Interesse Österreichs. Er kann aber sehr im Interesse Österreichs auch wirken. Und er wird auch im Interesse eines bestimmten europäischen Gedankens wirken, der nicht darauf aus ist, die EU zu zersprengen, sondern innerhalb der EU mit einer großen Allianz. Und diese Allianz wird groß. Mit Ausnahme der AfD werden viele dazutreten. Also da bin ich vollkommen sicher. Es wird einen Schulterschluss geben, auch zwischen EKR und der Patriotischen Allianz oder wie immer die dann bezeichnet werden. Es wird der Wille eines großen Teils der mitteleuropäischen Bevölkerungen wird hier zum Tragen gebracht. Und dieser Wille besagt, ein bisschen mehr Souveränität behalten, nicht alles den Bürokraten und der nicht gewählten Kommission, nur Ernannten, überlassen und nicht diesen Kurs, Putin ist der Aggressor und Ukraine ist das Opfer und dazwischen gibt's nichts und die EU muss zahlen. Deshalb hat sie ja auch die Gespräche, Beitrittsgespräche begonnen. Das sind ja nur formale, eine formale Beitrittseröffnung. In Wirklichkeit weiß die EU, sie benutzt diesen Beitrittsprozess, der vielleicht 20 Jahre dauern wird oder noch länger, die Türkei ist ein gutes Beispiel, dazu Gelder flüssig zu machen für die EU, für die Ukraine. Gelder, die bisher bitte nicht im größten Ausmaß flüssig gemacht wurden. Genauso wenig wie die Waffen und so weiter. Man hat nicht das Interesse, sich von Zelensky in einen großen Krieg hineintreiben zu lassen. Egal, auch Putin ist der Aggressor, no doubt. Ja, aber Zelensky treibt das in den großen Krieg. Ja, natürlich. Was soll Zelensky? Ich bin absolut kein hundertprozentiger Verteidiger. Aber es ist eine Linie. Aber was? Noch Waffen. Mit Raketen, die ins tiefe russische Territorium gehen. Will das die NATO? Darf sie es wollen? Nein. Nur um das zu präzisieren. Ja. Sie meinen, Putin ist ein Friedensstifter? Nein. Ich meine, Putin ist ein Aggressor, er hat das Völkerrecht gebrochen. Man hätte früher aufpassen müssen, aber wesentlich früher. Das ist unbestritten. Aber auch Zelensky bitte ist ein bisschen in der Geiselhaft doch sehr nationalistischer ukrainischer Einflussnehmer und in der Geiselhaft, muss man so sagen, natürlich der USA, die einfach vorstoßen wollen, die Russland schwächen wollen, als warnendes Beispiel auch vor China, das China nicht, nur Putin schert sich da um gar nichts. Er trifft die Shanghaier Organisation für Kooperation und er braucht den Westen nicht mehr. Er braucht Europa nicht mehr. Er macht sein Ding. Und deshalb lehnt er auch Friedensgespräche jetzt ab gegenüber Orban. Ist doch klar. Trotzdem muss man eines dazu sagen. Der Orban, Viktor Orban, ist natürlich ein großer Spieler. Ja, er verkauft einerseits Illusionen, und zwar die Illusion, ich, Viktor Orban, kann da einen Frieden antrieren und auf der anderen Seite in Allianz mit Harald Wilimski und Herbert Kickl wetten sie immer gegen den Wahnsinn EU und vor allem zu Ungarn muss man schon eines noch dazu sagen. Auf der einen Seite will Orban die gesamte EU im weitesten Sinn komplett umbauen, auf der anderen Seite hält er die Hand raus, Ungarn ist der zweitgrößte Netto-Geldbezieher aus Brüssel. Das ist schon eine gewisse Kutzpe, oder? Alle haben sehr viel bekommen. Polen hat sehr viel bekommen, Ungarn, alle Beitrittskandidaten haben viel Geld bekommen. Ja? Und Ungarn wird im Moment besonders erpresst. Kaum, dass also die neue Kommission gewählt wurde, hat der Europäische Gerichtshof Ungarn wieder mal verurteilt. Er geht dem nicht nach. Ja? Warum soll die EU zahlen? Horrende Beträge für jemanden, der die EU von innen sprengen will. Er will sie nicht sprengen. Er will, solange er Geld bekommt, will er sie nicht sprengen. Er will das, was viele Menschen wollen, das muss man ja auch endlich sehen, bitte. Dass
diese diversen Verträge, sogenannte Verfassungsverträge, die nationalen Souveränitäten konsequent ausgehöhlt haben. Das ist ja nicht zu bezweifeln. Jetzt gibt es zwei Doktrinen. Die eine Doktrin sagt, die Erlösung besteht nur darin, indem wir das Veto aufheben und nur mehr Mehrheitsentschlüsse machen. Nur dann geht es uns so wie der Gewessler, haben einen Mehrheitsbeschluss, ne? Gegen die österreichische Verfassung oder so. Und, oder Mehrheitsbeschluss. Ich bin entsetzt, wie Sie jegliche journalistische Distanz vermissen. Polemik der FPÖ gegen die Frau Gewessler, die Stimmen mag. Polemik besteht manchmal zu Recht, lieber Herr Dr. Pellinger. Das stimmt überhaupt nicht. Sie wissen, dass es verfassungsrechtlich höchst umstritten ist. Es ist höchst umstritten, wurscht. Ja. Es ist höchst umstritten und sie wird einer neuen Regierung nicht mehr angehören. Aber ich bin sehr dafür, dass man auch ohne Scheuklappen diese Initiative sieht. Ich meine, Europa leidet unter diesem Krieg in der Ukraine, weil wir den wirtschaftspolitischen, energiepolitischen Preis dafür bezahlen. Auch im Interesse der USA, die den Kalten Krieg natürlich wiederbeleben. Das kann man ja bitte nicht übersehen. Ja, die Frage und der Streit darüber, ob dieser Alleingang von Viktor Orban in Moskau ein guter war oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Das wird uns sicher noch lange beschäftigen. Es gibt aber viele andere Punkte, die es zum Beispiel in Österreich zu lösen gibt. Frau Stenzel hat das angerissen. Frau Gewessler, die Umweltministerin, wird möglicherweise demnächst oder in einer neuen Regierung sicher sogar, nicht mehr. Das ist sitzen. Ja kein Geheimnis. Ja. In jeder Konstellation. Ne? Ja, wie es weitergeht, das besprechen wir nach der Werbung. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was wird jetzt in Großbritannien nach dem Umsturz der Regierung passieren. Völlig neue Karten sind gemischt worden. Ein Ergebnis, wie es derzeit in London gegeben hat, gab es nie zuvor in Großbritannien. Das ist die eine Geschichte, die wir besprochen haben. Die andere ist Viktor Orbans Alleingang bei Wladimir Putin in Moskau. Wie berichtet, er reiste als EU-Ratspräsident nach Moskau, hat das nicht abgesprochen mit den Spitzen der EU. Seither ist man in Brüssel, sagen wir es vorsichtig, verschnupft. Trotzdem zurück nach Österreich. Die Regierung, die schwarz-grüne Regierung, verteilt noch Wahlzuckerl, wenn man das so nennen kann. 650 Millionen werden ja an die Steuerzahler zurückgegeben. Und es wird auch weiterhin darüber diskutiert, was war los mit Gewessler und ihren Alleingang in Luxemburg. Sie hat ja gegen die Regierung als solche, gegen den Regierungspartner, das Renaturierungsgesetz unterzeichnet. FPÖ-Chef Herbert Kickl wollte deshalb die giftgrüne Ministerin, wie er sie nannte, rauswerfen lassen. Ein Misstrauensantrag. Der Misstrauensantrag ist aber von der ÖVP mehr oder weniger zunichte gemacht worden. Wie kommentieren Sie das? Na, weil die ÖVP angewiesen ist auf die Grünen und das sicher nicht machen wird. Auch wenn der Nehammer beteuert, nicht mehr mit, glaube ich, Grünen gehen zu wollen in einer künftigen Regierung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt will er durchhalten bis Herbst. Und die 650 Millionen, kalte Steuerprogression und so weiter, sind natürlich das, was noch möglich ist, mit den Grünen zu machen, in beiderseitigem Interesse. Und auch im Interesse der Österreicher, muss man dazu sagen. Ja, seit Jahrzehnten wird das gefordert, gerade von Konservativen. Ja, aber was wirklich nicht geschieht bis jetzt, ist, wir haben immer noch eine höhere Inflation als im Durchschnitt der EU, immer noch. Und das ist etwas, wo man gibt und auf der anderen Seite nimmt. Der Staat ist der größte Inflationstreiber, den man sich vorstellen kann. Und Inflation ist eine nicht deklarierte Massensteuer, von der der Staat auch profitiert. Und die Verarmung der Bevölkerung und vieler ist trotz dieser Wahlzuckerln
bitte so nicht aufzuhalten. Solange wir die Inflation nicht im Griff kriegen, werden wir die zunehmende Schere oder den Niedergang des Mittelstandes, von den Armutsbetroffenen will ich gar nicht sprechen, so nicht im Griff kriegen. Für mich ist das natürlich ein letzter Akt vor den Wahlen. Die Wirtschaftsforscher haben unisono davor gewarnt. Die Gewerkschaft sagt, das tut sie natürlich immer, weil in Wirklichkeit schaut es ja nicht so schlecht aus und so weiter und so fort. Aber de facto ist das das Hauptproblem von dieser Regierung auch trotz dieser Wahlzuckerl nicht gelöst und in den Griff gekommen. Und das ist die hohe Inflation, die bei uns höher ist als woanders. Und das muss man leider sagen. Ja, man muss aber auch eins sagen, ich bin ja wahrlich nicht ein Verteidiger dieser Regierung. Ja. Aber es ist doch absurd zu sagen, die Inflation ist vom Staat Österreich getrieben worden. Naja, mit jedem. Wir liegen jetzt mit 3% der Inflation. Ja, aber es ist ja dramatisch, ja, okay. Gott sei Dank. Ja, ja. Dramatisch, Gott sei Dank. Das Zweite ist, was Sie als Wahlzuckerl bezeichnen, das ist etwas, worüber die Konservativen gerade, Sie auch in einer ihrer früheren Parteien wahrscheinlich, immer gewollt hat, dass das wegkommt, diese die kalte, natürlich. Und jetzt wird das endlich gemacht. Es ist einer der wenigen Erfolge dieser Regierung. Ich verstehe überhaupt nicht, dass Sie in Ihrer, nur damit Sie dem... Nein, bitte, wegen, tun Sie mir nichts unterstellen. Ich darf kurz wirtschaftspolitisch argumentieren. Ja? Die Inflation... reden Sie aus und dann werde ich noch etwas zur Inflation sagen. Ja. Aber die Inflation unabhängig von jeder Partei. Nichts Gutes. Und gerade die von Ihnen zitierten Gewerkschaften sind immer heftig dagegen und verlangen. Aber jetzt zu sagen, wo endlich ein bisschen was passiert, wo die Leute ein Geld zurückbekommen, das als Wahlzuckerl runterzumachen, finde ich absurd. Nein, ich will es noch einmal erklären. Sie sagen selbst, 3% ist immer noch hoch. In Wirklichkeit ist 3% zu gering angesetzt, denn wir haben eine versteckte Inflation. Es sind die Dienstleistungen enorm verteuert worden. Es sind die Handelspreise enorm verteuert worden. Das ist alles inflationstreibend, aber nicht deklariert. Das kommt ja alles dazu. Das heißt, ich gebe etwas her, was den Leuten dann durch die versteckte Inflation eben Dienstleistungssektor, Produktionssektor, Handelssektor und wir sind nicht mehr wieder schmilzt wieder Schnee in der Märzsonne. Sie werden sehen, es wird sich mehr oder minder, die gute Wirkung wird verpuffen, weil diese Regierung nicht fähig war und willens war, die Inflation als solche zu bekämpfen. Sie hat also diesen Alternativenergie-Geschichten mitgemacht, sie hat mitgemacht die Sanktionspolitik, sie hat uns in eine unglaublich teure Energiekostenschere gebracht und sie hat durch Covid, muss man auch sagen, das ihre zum Niedergang vieler Wirtschaftszweige beigetragen. Ich bin selbst geimpft viermal, also ich nehme diese Diskussion nicht auf, aber es ist eine versteckte Inflation und sie ist höher und das werden die Leute auch schnell merken, selbst wenn die kalte Progression einmal eingedämmt ist. Ich meine es nicht als Angriff. Hier hinein und da hinaus. Ich habe Ihnen zweimal bei den letzten Sendungen gedacht, Sie wollen sich als Außenministerin profilieren, der Regierung Kickl. Ich glaube inzwischen, es ist Ihnen egal wo. Nein, ich will mich als gar nichts profilieren. Wirtschaftsforscherin. Also ich finde das nur einen Punkt, was besonders absurd ist. Ja. Sie sagen, die Handels... Ja, also die Waren. Es wird das ist alles teurer, jedes Mittagessen irgendwo ist teurer. Wie berechnet war mit unter Einberechnung des Warenkorbes? Es sind versteckte Preissteigerungen und wir produzieren zu wenig. Der Staat ist ja kein Produzent. Ich rede bitte mit Wirtschaftsökonomen und ich kenne auch die Wiener Schule der Ökonomie. Da werden Sie sagen, das ist der böse Liberalismus. Aber vielleicht setzen Sie sich damit auseinander und unterstellen mir nicht, dass ich irgendeinen Ehrgeiz habe. Ich recherchiere einfach. Ich spreche mit Experten, und das darf man als Journalistin schon, die sich auch in Wirtschafts- und Nationalökonomie vielleicht auskennen. Auch mit Experten. Eben. Also, aber Sie haben Ihre eigene Interpretation, die Sie politisch haben wollen. Aber es sagt ja kein Mensch, dass die Inflation toll ist. Sie stiehlt das, was man nimmt, was man gibt. Ja. Das werden Sie doch nicht bezweifeln. So,
Kommen wir vielleicht zum Thema, das Österreich am meisten bewegt hat diese Woche? Ja, das ist jetzt natürlich ein schwieriger Spagat, zurückzuführen, und zwar Fußball. Wir sind zwar ausgeschieden bei der Fußball-Europameisterschaft gegen die Türkei, 2-1, unglücklich, aber noch mehr als das Ausscheiden scheint es, regte bestimmte Gruppen in Österreich das politische Engagement vom Teamchef Ralf Rangnick aus. Er wurde heftiger für seine Aussagen kritisiert, politischer Natur auch. Der Spieler Gregoritsch hat danach sich zu Wort gemeldet. Sie haben die Diskussion verfolgt. Also erstens einmal muss ich mal feststellen, diese Euro bis jetzt, wenn nichts passiert, ist ein tolles Ereignis. Erstmalig, seitdem ich solche Turniere verfolge, und das ist leider schon sehr lange, haben nicht Hooligans und der plumpe Nationalismus, sondern das war wirklich patriotisch, aber im positiven Sinn. Ja? Da gab's, und zwar, es gab keine großen Ausschreitungen, nirgendwo. Das ist einmal festzuhalten. Punkt zwei ist, dass Österreich eine für alle überraschend positive Rolle gespielt hat, ausgezeichnet sportlich und ausgezeichnet auch vom Team her. Der ganze Teamcharakter ist gut rübergekommen, die Mannschaft ist beliebt, weil sie auch, wie man sagt, so ein gutes internes Klima hat. Und dafür ist der Teamchef verantwortlich, der, finde ich, einen ganz tollen Job macht. Und auch, er hat ja kein großes politisches Interview gegeben, sondern er hat gesagt, wir müssen aufpassen in Deutschland und Österreich, gerade aufgrund unserer Geschichten, dass wir nicht nationalistische Kreise fördern, so ungefähr hat er es gesagt. Ja? Das ist ja wohl etwas, wo man sich einigen kann auf das. Ja? Und der Spieler Gregoritsch hat es dann noch expliziter gesagt. Er hat gesagt, vor allem in einem Sport wie Fußball, der ja längst so international geworden ist, dass jeder Nationalismus oder jede blöde Schreierei oder jeder Rassismus lächerlich wäre. Ja? In jeder Mannschaft stehen inzwischen, das ist ein Multikulti-Sport aufgrund der Entwicklung in Europa geworden. Und das ist auch gut so. Und der Gregoritsch hat das auch explizit gesagt. Wir sollen endlich einmal das Gegeneinander aufrechnen und hetzen, loslassen und endlich das Verbindende auch in den Vordergrund stellen. Und das ist passiert. Und daher finde ich das Ereignis sehr gut und den Rangnick sehr gut. Ja, wie sehen Sie das? Verstehen Sie, darf ein Nationaltrainer politische Aussagen tätigen? In Gottes Willen, wer bei uns aller politische Aussagen tätigt, ich reg mich schon gar nicht mehr drüber auf. Ja? Jeder Regisseur, jeder Schauspieldirektor, jeder Direktor eines Hauses. Jeder Journalist, äußert Gott sei Dank. Ja, wir dürfen, er kann eigentlich sagen, was er will. Ich hätte es so nicht gesagt, ehrlich gestanden. Ich hätte es lassen einmal beim Spiel. Aber okay, er hat geglaubt, er muss eine Gesinnung zur Schau tragen. Damit hat er natürlich auf der einen Seite ein positives Echo ausgelöst, auf der anderen Seite befremden, das muss man auch sagen. Ja? Und ich finde es überflüssig. Ja? Es ist überflüssig, aber wir haben jetzt einen Sport, der wird zu einer kapitalistischen, unglaublichen Motor, ja, das ist ja überhaupt keine Frage, die Spieler werden wie Aktien gehandelt, also auch unglaublich, ja, und es ist Multikulti und so weiter. Es hat nur sein Ende gefunden, leider bei diesem Match Türkei gegen wen, habe ich schon wieder vergessen, aber Österreich. Ah, Gottes Willen, ja. Und ich bin nicht so also fußballaffin, obwohl ich geschaut habe und natürlich Daumen gehalten habe, wie alle, und auch enttäuscht war, dass die Österreicher 4 Torschossen hatten und es leider nicht ins Tor geschafft haben. Also für mich ist deshalb die Welt nicht zusammengebrochen. Dass sie zusammengebrochen ist, zu einem gewissen Grad, ist der türkische Nationalismus, der grauen Wölfe Gruß, der hier ursprünglich gefeiert hat. Auch das unglaubliche Anfeuern der türkischen Mannschaft durch also türkisches besetztes Stadion ist, glaube ich, auch niemandem entgangen. Also von wegen Multikulti. Das Anfeuern ist bei allen Nationen so. Von wegen Multikulti.
Das, und jetzt will der Erdogan natürlich auch noch kommen. Da sage ich wieder, warum soll er nicht kommen? Ja? Wenn Nehammer und andere Regierungschefs kommen und zuschauen, wenn ihre Mannschaft spielt und vielleicht gewinnt, warum soll er nicht kommen? Er soll nur nicht die Politik hier machen, also nicht eingreifen. Ja, und das tut er natürlich sehr gerne. Also, ich bin hier nicht so erregt, ja, wie andere, aber ich habe es eigentlich erübrigbar gefunden. Ja, aber trotzdem hat der Torschütze eben dem Wolfsgruß gezeigt, das heißt, ja, das ist nicht zu dem für zwei Spiele gesperrt, völlig richtig. Die UEFA hat richtig zwei Spiele agiert, zwei Spiele gesperrt, weil natürlich jede politische während des Spiels noch dazu, ja, noch dazu in so einem faschistischen Sinn, das ist ja ein Faschismus, wir wissen das. Die Grauen Wölfe, natürlich untragbar ist. Ja. Und auch da hat die UEFA gut reagiert und die Ausschreitungen, ehrlich gesagt, Frau Stenzel, ich habe schon so viele Spiele und die waren lächerlich. Also ich weiß nicht, wie es in Wien war, aber in es Wien war offenbar... Nein, ich weiß schon, wie es in Wien war. Es hat gegeben 13 Anzeigen, nicht einmal Anzeigen, sondern Vermerke. Ja. Also es ist lächerlich und die Polizei ist hochzufrieden, wie gut das abgegangen ist. Ja. Unter anderem, weil Türken, also türkischer Herkunft, Österreicher, Österreich hochgejubelt haben in Favoriten. Mhm. Ja. Eben, um zu zeigen, wir freuen uns für euch auch, falls ihr es geschafft habt. Nein, das Spiel war toll. Und ich muss sagen, ja, ich habe es natürlich gesehen mit guten Freunden in einem kleinen Beisel sozusagen, aber in der Innenstadt. Aber das wollte ich nicht versäumen und ich wollte auch in Gesellschaft sein. Nur im Moment habe ich also mehr Außenpolitik im Schädel gehabt als die Äußerungen vom Herrn Rummenigge. Nein, ich glaube schon, die Türkei sollte, der Staatschef der Türkei sollte das nicht politisch nützen wollen. Und in Deutschland, ich glaube, Sie haben ihn ausgeladen, den Botschafter zitiert oder ähnliches. Also da sind immer schon außenpolitische Rückwirkungen zu befürchten. Tritt die Türkei dann bei dem Kickl-Pakt jetzt? Das ist ja auch eine nationalistische Kraft jetzt. Das wäre doch eine gute Verbindung. Das ist Ihre Polemik auf das Gegenteil. Das ist keine Polemik, das ist eine ironische. Das ist sarkastisch. Gut. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch heute wieder. Das war Ursula Stenzel und Peter Bellinger für unsere Wochenanalyse. Eine Woche, die unglaublich spannend gewesen ist.